Ich freue mich, eine neue tolle Runde willkommen zu heißen zu einer neuen Ausgabe von den FCG Voices, also neue Voices, neue Stimmen aus der Branche sozusagen, mit denen ich jetzt ein bisschen über den Zustand, aber vor allen Dingen auch über die Zukunft unserer Mode sprechen kann. Isabel Vollrath ist dabei, David Tomaszewski ist zugeschaltet und auch Olaf Schmidt. Ich bin Manuel Almeida-Vergara, Redakteur und Modekolumnist der Freien Rundschau. Und freue mich auf das Gespräch, auf den Austausch. Ich glaube, was ganz deutlich wurde jetzt schon in der Vorstellung ist, dass wir eine sehr vielfältige, facettenreiche Runde sind, sozusagen. Dementsprechend sind wahrscheinlich auch die Herausforderungen, die letzten Wochen euch gestellt haben, ganz unterschiedlich. Da würde ich gerne erstmal drüber sprechen mit euch. Isabel, wie hast du die letzten Wochen erlebt? Was waren besondere Möglichkeiten, vor denen du standen hast? Was lief aber vielleicht auch so ein bisschen spannender, als du es dir am Anfang dieser Krise vorgestellt hast? Also ganz ehrlich, ich habe noch nie so viel zu tun wie seit 6 Wochen. Ich habe tatsächlich irgendwie aus einem Schnittteil meiner letzten Kollektion ein Maskenmodell entwickelt, was super ins Gesicht passt. Meine Kunden sind begeistert und seitdem nähe ich Masken und verkaufe die an Berliner, nach Paris, nach Mailand, nach Venedig, nach Triest und habe eigentlich überhaupt keine Zeit, irgendwie an eine neue Kollektion zu denken, sondern bin so nah am Kunden wie noch nie. Ja, du hast es mir vorhin schon erzählt, du bist auch kräftig am Masken produzieren, hast auch von einer dreistelligen Stückzahl erzählt. Wie erlebst du das? Masken und generell auch die Probleme, Schwierigkeiten dieser Zeit? Also bei uns war das so, wir haben ja 45 oder 50 Stores, in denen wir verkaufen. Die Sommerware wurde ausgeliefert. Also teilweise wie KDW oder viele große Häuser, die dürfen nicht mal die Ware an die Fläche bringen. Das war eine von den Problematiken, die wir haben. Und konnte man auch online kaufen. Ich habe das immer gewährt. Ich wollte nicht, dass meine Ware meine Marke online zu kaufen gibt. Also das haben wir jetzt ein bisschen geändert und verändert. Das Erste, was wir gemacht haben nach der Krise und nach dem Shutdown, dass wir mit Kunden gesprochen haben. Wir haben die Zahlung von unseren Rechnungen gestundet. Haben wir gesagt, Kunden, gar kein Problem. Lasst euch Zeit, uns geht gut. Ich trage auch viel Verantwortung. Ich habe Mitarbeiter, wir haben eine Werkstatt in Polen, die für uns näht und entwickelt. Und das lief die ganze Zeit weiter. Das heißt, ich habe nicht nur Verantwortung für mich, aber auch für mein Team. Und lustigerweise, vor 2 Jahren habe ich für den polnischen Elf und ein Covershooting eine Maske entwickelt. Also das war bestickt mit Steinen und gemacht. Und wir haben es gedacht, komm, aus Not können wir auch was Gutes tun. Da wir jetzt gerade aus den Reststoffen, aus den Sachen, was wir in dem Atelier hatten, haben unseren Stoffmuster genommen und inzwischen 1500 von den Masken verkauft. Also produzieren deutschlandweit. Die Gesichtsschutz unterstützen auch Tierheim damit. Die wollen auch was zurückgeben, dadurch, dass die Kunden uns die Bude anrennen in dem Fall. Nichtsdestotrotz entwickeln wir die weiter neue Kollektion, reden mit dem Kunden, versuchen wir den Kunden entgegenzukommen, Aufträge aufarbeiten für die kommende Saison. Wir vorbereiten uns für die nächste Messe. Ich habe ganz tollen Team dahinter. Meine 2 Mädels, die immer an meiner Seite stehen. Nicht nur die in Berlin, aber die in Polen. Und ich habe sehr starkes Zusammenwachstum von meinem Unternehmen. Also wir halten so zusammen wie, glaube ich, noch nie. Und dieses Maskengeschäft, sage ich mal, ist so nebenbei, aber der Tagesgeschäft mit dem Austausch zu haben, den Stores-Austausch zu haben, mit den Messen, mit den Fashion Week und was das jetzt gerade kommt, noch wichtiger als der Zeit jetzt. Weil wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns überlegen, wo geht die Reise hin? Wie werde ich ja mein Unternehmen weiter über den Wasser oder wirtschaftlich halten können? Und das ist die Frage, die wir uns vor 5 Wochen gestellt haben und die Herausforderung auf unsere Schulter genommen haben und gesagt, wir machen weiter. Keiner geht nach Hause, keiner wird auf Kurzarbeit gestellt. Wir machen wie gewohnt, machen wir das Beste daraus. Das hört sich ja erstmal alles
recht positiv an, fast überraschend positiv. Olaf, wie siehst du das? Du arbeitest bei einem anderen Unternehmen, bei einem sehr großen Unternehmen, das sich auch mit Großstellern auseinandersetzt, global agiert und vor allen Dingen halt auch einfach Großveranstaltungen initiiert. Das ist natürlich was, da ist im Moment gar nicht dran zu denken. Wie erlebst du die letzten Wochen? Mit welchen Ängsten bist du vielleicht konfrontiert und welche Chancen siehst du aber vielleicht auch in der Zeit? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich von der Isabel und David zu hören, dass das Geschäft gut läuft, weil das hört man natürlich bei vielen aktuell überhaupt nicht. Weißt du, bei uns als Messegesellschaft ist natürlich diese Situation sehr, sehr früh eingetreten, dass Veranstaltungen abgesagt wurden. Vielleicht so ganz kurz als Information, wir haben ja als Messe Frankfurt weltweit über 50 Textilmessen auf allen Kontinenten und wir waren sehr früh betroffen von der Situation. Da hat man, glaube ich, in Deutschland das noch gar nicht in Anführungsstrichen so richtig ernst genommen, aber wir haben Veranstaltungen in China dann abgesagt und in Frankfurt, ja, ich würde mal sagen, so seit Ende Februar keine Veranstaltung mehr durchgeführt, ne, aufgrund der Auflagen und natürlich im Sinne der Gesundheit für unsere Kunden und letztendlich auch Mitarbeiter. Also es ist schon eine dramatische Situation, weil für so ein Unternehmen bedeutet das natürlich keine Veranstaltung, auch keine Umsätze mit den großen Teams. Wir haben weltweit 2000 Mitarbeiter. Also von da ist es schon eine Nummer. Was ich jetzt aktuell höre, also mein Team, was zu Hause arbeitet und mit sehr vielen Ausstellern, sehr vielen Kunden im Gespräch ist, und da haben wir ja mehr oder weniger die gesamte Wertschöpfungskette als Kunden, also wirklich Stoffhersteller oder Maschinenbauer, die Textilmaschinen herstellen und letztendlich auch die Modemesse Neonit, die wir auch in Berlin veranstalten. Also wir haben einen ganz guten Überblick so über die gesamte Wertschöpfungskette in der Textilindustrie. Und ich merke, dass nach und nach sehr viele Betriebe sagen, uns geht die Luft aus. Wir haben finanzielle Schwierigkeiten, weil unsere Produkte nicht verkauft werden, nicht abgesetzt werden. Man merkt, dass der gesamte Supply Chain unterbrochen ist mittlerweile. Also auf die gesamte Welt bezogen gab es sowas, glaube ich, noch nie. Das hört man ja permanent, weil aktuell, das war dann immer so, dass man irgendwo auf irgendeinem Kontinent hat noch ganz gut funktioniert, aber es betrifft alle Veranstaltungen. Und wir haben alles abgesagt, was an Messen weltweit tätig ist. Gestern habe ich mit den Kollegen noch in den USA telefoniert, auch dort werden wir wieder eine Veranstaltung im Juli absagen. Und die Perspektivlosigkeit im Sinne von, dass man nicht weiß, wann es wieder losgeht, das ist natürlich, was mich so wahnsinnig umtreibt. Sonst könntest du da sagen, naja gut, im September geht es ja wieder los, aber es weiß ja kein Mensch. Und das ist schon eine dramatische Entwicklung. Und jetzt unabhängig für uns als Unternehmen frage ich mich natürlich für die Kunden, die jetzt eben keine Interaktion wiederum mit ihren Kunden haben, weil gerade auf einer Messe findet diese Interaktion ja statt. Auch die werden natürlich die Schwierigkeit haben, diese Kontakte dauerhaft auch aufrechtzuerhalten. Also von daher ist es schon, sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen beängstigende Situation, auch ohne jetzt das groß pessimistisch zu sehen, aber ist es sicherlich realistisch sehr schwierig. Es muss ja wahnsinnig schwierig sein, auch wenn ihr jetzt auf absehbare Zeit natürlich Veranstaltungen absagt, müsst ihr ja trotzdem für nächstes Jahr eventuell auch für die Folgejahre planen, an den Formaten arbeiten sozusagen. Ist das schwierig? Ohne zu wissen, ob das überhaupt so in Größenordnung international ausgerichtet noch stattfinden kann. Also wie kann ich sozusagen selber dazu bringen, genauso mit Herzensblut und mit einem Blick nach vorne an Konzepten zu arbeiten, wenn es im Moment so Großveranstaltungen halt irgendwie zeitgefallen wirken, sozusagen für diesen Moment. Ja, also wir haben, wie die beiden Kollegen das auch gesagt haben, wir haben wirklich aktuell viel zu tun, obwohl wir keine Veranstaltung durchführen. Das hört sich verrückt an, aber mit Verschiebungen, mit Konzepten überarbeiten, mit auch zu überlegen, okay, ist jetzt vielleicht die Zeit, das eine oder andere Produkt mal anzufassen und auch zu verändern.
Weil nach der Corona-Zeit werden wir definitiv auch mit einer reduzierten Anzahl von potenziellen Kunden zu tun haben, sowohl auf der Ausstellerseite als auch auf der Abnehmerseite. Man sagt ja, so 20-30%, Worst Case kann passieren. Entsprechend werden die Veranstaltungen sich verändern, die Größe wird sich verändern, die Abnehmerstruktur. Und da müssen wir natürlich auch drauf reagieren. Ich glaube, jeder versucht ja momentan, irgendwelche digitalen Formate zu entwickeln. Und da ist so ein bisschen auch Aktionismus, Veranstaltung findet nicht statt. Und schon haben wir Webinars und das und jenes. In einer flankierenden Maßnahme ist das sicherlich gut, aber es wird natürlich nie eine Veranstaltung, nie eine Messe ersetzen. Und wenn wir über die Fashion Week in Berlin sprechen, dann stellen wir ja wirklich fest, die Leute, diese Interaktion, die Leute wollen sich sehen, sich austauschen, das Networking gehört dazu. Und das wird nach Corona definitiv nach meiner Einschätzung auch zurückkehren. Die Begrüßung wird am Anfang etwas anders sein, verhalten sein. Wir arbeiten natürlich mit den Behörden auch an Konzepten, die es erlauben, kleinere Veranstaltungen durchzuführen. Weil ehrlich gesagt, man kann ja eine Sportveranstaltung oder ein Konzert nicht mit einer Messe vergleichen. Ja, also das muss man einfach konzeptionell anders sehen. Nur wenn du auch unter Hygienegesichtspunkten eine Messe durchführst, kannst, heißt ja nicht, dass die Kunden da sind, weil international ein Kunde gar nicht anreisen kann, es Beschränkungen gibt bei den Visas, Visa-Einreichungen. Also meine Einschätzung ist, Ende des Jahres ist durchaus möglich, eine Veranstaltung in Deutschland durchzuführen, eine kleinere, mit deutschen Ausstellern und deutschen Besuchern, aber internationale Besucher, das wird eher die Schwierigkeit, die Herausforderung sein. Und das, glaube ich, das wird erst wieder nächstes Jahr sein. Auch im Januar, die Fashion Week, glaube ich, wird noch davon beeinflusst sein. Das halte ich schon für realistisch, in welcher Form auch immer. Aber die Branche verlangt sicherlich dann wieder spätestens einen Termin zu haben. Aber wir haben ja auch bewusst entschieden, jetzt im Sommer abzusagen und nicht auf den September zu gehen, weil irgendwann ist der Termin dann auch durch und die Kollektion, das passt ja gar nicht. Das wissen Konfektionshersteller ja besser als ich, dass das irgendwie einfach vom Terminrhythmus nicht mehr passen würde. Also als Berlin. Entschuldigung, David, ja? Naja, ich finde, die Messen in Deutschland finden sowieso wahnsinnig früh statt, ja? Also das Problem hatten wir schon immer, dass wir mit den Messen sehr früh dran sind. Also September sehe ich gar nicht oder August so abwegig, dass man einfach näher den Pariser Termin ist, ja? Also wenn ich ja überlege, dass ich ja in 1,5 Monaten wieder eine Kollektion präsentiere, dann fahre ich nach Düsseldorf mit dem Showroom, der stattfinden sollte in August oder Ende August, glaube ich. Wir haben jetzt am Kaiserswerther einen festen Showroom, wo wir verkaufen. München wieder mit auch mit Messehersteller. Es ist einfach wahnsinnig früh. Vielleicht muss man sich besinnen, das nach hinten zu schieben, eine Lücke zu finden, wo man da reinpasst. Und vor allem, was du schon angesprochen hast, diese Veränderungen stattfinden. Ich glaube, die Artikel, die man einfach oder die Kunden, die gekauft haben, weil es günstig war, weil es so mitnehmbar, das wird sich komplett ändern. Also meine Retailer sagen, die werden jetzt bewusster einkaufen. Das ist eine Chance für mich als kleines Unternehmen mit 50 Stores weltweit oder Europa ist ja unser großer Markt. In den USA haben wir nur ein paar Läden, die wir beliefern. Das wird problematisch, aber klein und fein Steigerung an Kunden und ich glaube, die Besonderheiten, was man mit sich bringt, werden mehr gesehen. Und ich glaube, da sehe ich Chance bei den kleinen Unternehmern oder kleinen Brands, die was Besonderes liefern können und tollen Artikel produzieren. Aber ich verstehe euch, dass ihr das abgesagt habt. Ich großer Hut, also ich Hut ab. Aber ich glaube, diese Verschiebung an Terminen und das bisschen kleiner oder lokaler zu machen, es ist gar nicht mal so verkehrt, sich zu besinnen, was habe ich in Deutschland? Was hat Deutschland zu bieten? Wir haben so viele tolle Marken. Und immer das irgendwo zu kaufen, der mir das billiger anbietet und ein bisschen mehr Werte zu schaffen in der Modewelt. Weil das ist verloren gegangen. Vor der Krise oder vor der Corona wurden die Läden auch nicht, es wurde nicht reingerannt und die Klamotte wird nicht verkauft. Das ist schon seit 3 Jahren so. Es wird zu viel produziert, zu viel reduziert und so weiter und so fort. Und noch vielleicht so ein, aus meinem Aspekt sollten wir wieder Sommer- und Winterschlussverkauf einführen und nicht, dass jeder Store
schmeiß prozentual jeden Monat 20, 30. Das ist die Ware, hat keinen Wert mehr. Und das als so ein kleines, junges oder Brand mit 10-jährigen Erfahrung, mich widert das einfach nur an. Das ist, ich bin immer ganz überrascht, wenn ich das lese, und das hört man ja tatsächlich im Moment öfter, dass es einen Glauben daran gibt, sich bei dem Kunden oder bei der Kundschaft als ganz große Masse sozusagen was ändern wird und mehr in Qualität und für Nachhaltigkeit und für ein reduzierteres Einkaufen eintreten wird, möglicherweise. Ich frage mich allerdings, was in dieser Krise soll das auslösen? Wo soll dieses Bewusstsein herkommen? Ich weiß nicht, Isabel, siehst du das? Glaubst du, da wird sich was ändern? Und wenn ja, warum? Also was hat diese Krise mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu tun? Also was ich mir ja schon lange wünsche, ist sowieso, dass die Konsumenten nicht mehr so verwöhnt werden, dass sie einfach dass sie jede Woche, jeden Monat ein komplettes Angebot an Masse haben, was sie shoppen können, wieder wegwerfen können. Entschuldigung, ich muss mich so ein bisschen, habe mich ein bisschen verhaspelt. Im Grunde merke ich jetzt auch, wie schön das ist, wenn man einzelne Kunden mit Ruhe bedienen kann und auf den Kunden eingeht. Nicht irgendwie in die Luft hinein produziert, sondern auf Nachfrage reagiert und es wieder, also, dass der Kunde es auch schätzen lernt, was ich als Designerin oder auch Schneiderin in dem Moment leiste. Dass ich auf den Kunden eingehe, ihn frage, was möchte er, wie fühlt er sich. Und das gibt mir ein total gutes Gefühl einfach. Und ich wünsche mir, dass die Kunden auch wieder mehr Geld ausgeben für ein gutes Teilen dafür und das dann auch 10 Jahre im Schrank haben. Ja. Kann man ein bisschen anders meinen? Wenn ich kurz, Isabel, was dazu, weil ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Auch ich nehme momentan wahr, dass die Leute intensiver miteinander sprechen, auch besser zuhören, auch mehr Zeit investieren. Das ist vielleicht, das hört sich komisch an, aber vielleicht das Positive aktuell. Aber die Interaktion und das Verständnis füreinander hat sich schon verändert. Und du kannst einfach mit Leuten auf einem anderen Level momentan sprechen, als es in der hastigen Zeit davor war. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube auch gerade, wenn du sagst, du sprichst mit einem Kunden sehr intensiv und er interessiert sich auch, wie ist das Produkt entstanden, was sind auch die Hintergründe. Das ist ja auch gerade dieser nachhaltige Aspekt, der da sehr, sehr wichtig ist und nicht einfach nur zu konsumieren. Ich glaube, das ist echt wahr. Ich glaube, das ist auch das, was du ein bisschen sagen wolltest, ne? Also ich kann ja auch ein Beispiel bringen. Ich habe letzten Freitag, 1. Mai, habe ich einer Seniorin nach Zehlendorf 4 ihrer Masken persönlich hingebracht. Und dann meinte sie auch, ja, und ja, nähen Sie auch Blusen und nähen Sie auch Röcke? Ja, wenn Corona vorbei ist, dann komme ich Sie mal besuchen. Und ich habe auch eine andere Kundin aus Hamburg, die eine Maske bestellt hat und gesagt hat, nächstes Mal, wenn ich nach Berlin komme, dann möchte ich ein Kleid von Ihnen haben. Und so entstehen gerade Kundenbeziehungen, die ich zuvor noch nie hatte. Ich bin seit 5 Jahren mit meinem Atelier in der Linienstraße und die Leute finden mich oft gar nicht oder übersehen meinen Laden. Und jetzt kommen sie plötzlich rein und ja, es ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Ich glaube, dass man Forscher sein muss mit dem, was man macht und noch mehr an sein Produkt glaubt und den Kunden sozusagen präsentieren kann. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, dass die Leute jetzt mehrmals überlegen, kaufe ich mir irgendwas, wo keine Persönlichkeit oder kein kleiner Team dahinter steckt. Also das ist halt, die Bewusstsein wird stärker. Vor allem in Deutschland ist es immer so eine Sache. Ne? Also man interessiert sich für Mode nicht. Wir sind sehr technikaffin, aber Mode ist ja nur so Beiläufer, also bei der deutschen Frau. Und das ändert sich, glaube ich, gerade ein bisschen, dass man einfach so ein bisschen mehr in Fokus nimmt. Was kaufe ich mir? Wo kommt das her? Wie wird das produziert? Wie will ich das haben? Und das ist ja das Schöne gerade, obwohl die Zeiten sind nicht einfach. Wir haben uns auch entschieden, komplett unsere Firma auf Sustainable umzustellen. Da haben wir jetzt Zeit, überdenken den Konzept, kein Plastik zu benutzen, noch besser zu produzieren, die ganze Wege zu verkürzen. Mit wem gehen wir? Mit wem arbeiten wir seit Jahren?
welche Partner sind uns treu, welche Lieferanten sind uns treu, mit denen in Gespräch zu kommen. Ich glaube, das wird jetzt noch homogener und familiärer und alle meine Partner, mit denen ich seit 6, 7 Jahren arbeite, ich habe ja 6 Firmen um mich herum, die mit uns arbeiten, von uns abhängig sind, das wird jetzt gerade so wahnsinnig homogen und schön und der Austausch ist wahnsinnig toll. Olaf, wie nimmst du das wahr? Du bist ja mit vielen Firmen, mit vielen großen Anbietern, mit ganz unterschiedlichen Kontakt. Gibt es da wirklich dieses Wir-Gefühl und wird sich das über die Krise hinaus auch weitertragen, dass man eher zusammen als gegeneinander arbeitet? Ach, das ist echt eine sehr gute Frage. Ich glaube, man kann es nicht pauschal auf alle Industrien sagen. Also ich nehm das schon wahr bei den Fashion Brands, Bekleidung, ich drücke es mal so aus, bei der Bekleidung stelle ich schon fest, so in den vorgelagerten Stufen ist nicht so meine Wahrnehmung. Da ist jeder so momentan ein bisschen bedacht, wie komme ich jetzt durch, wie kann ich mein Unternehmen retten, beziehungsweise es auch fit halten. Da habe ich jetzt diese Wahrnehmung nicht. Also viele Industrien sind ja sehr stark organisiert in Verbänden und mit Lobbystimmen. Und da wird natürlich schon versucht, gegenüber der Politik zu argumentieren, welche Relevanz auch die Textilindustrie hat. Ich meine, das beste Beispiel, hier sind ja 2 Beispiele gekommen mit den Masken. Also die Textilindustrie hilft extrem momentan, diese Nachfrage entsprechend auch abzudecken. Und das ginge ja gar nicht ohne die Textilindustrie, einschließlich der Industrie der wirklichen Hygieneprodukte, die hergestellt werden. Also da merkt man schon, dass innerhalb der Strukturen schon versucht wird, so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Aber wenn du mit einzelnen Unternehmen sprichst, ist meine Wahrnehmung wieder, dass jeder doch sehr stark versucht, wie kann ich momentan in dieser Situation auch mit meinen Mitarbeitern die nächsten 3, 4 Monate dann auch gut zurechtkommen. Wie ist es bei euch beiden, Isabel, wie ist das bei dir? Hast du irgendwie Kontakt, plötzlich neuen Kontakt zu anderen Designern gewonnen oder tauschst du dich viel aus? Hilft dir das zu hören, wie was andere machen? Musst du eher hier bleiben? Wie ist Gemeinschaft im Moment bei dir? Also momentan habe ich überhaupt gar keine Zeit, großartig mit anderen meiner Designkollegen in Kontakt zu treten, weil ich einfach produziere und den Kunden hinterher schreibe, telefoniere und abends erschöpft nach Hause komme. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der erste Kontakt auch zu dir, David, oder zu euch, dass wir mal sprechen, okay, natürlich verfolgt man so ein bisschen auch auf Facebook oder Instagram, wer so von den Kollegen auch Masken anbietet. Oder natürlich kriege ich auch die Kulturbranche mit, viele Künstler, befreundete Musiker, die Opernhäuser, wie die jetzt alle strugglen. Und da lebe ich natürlich genauso oder zitter ich mit, weil es ja auch ein großes Herzblut von mir ist, also so die Bühne und Film. Und ich hatte auch, bevor Corona losging, tatsächlich auch 3 Film- und Bühnenprojekte am Start und die wurden plötzlich auf Eis gelegt. So, das, was ich halt fast mehr mitkriege als jetzt von meinen anderen Designkollegen. David, wie ist das bei dir? Ja, also bei David gibt es ja nur eine Person, mit der man sich austauscht und das ist Marina. Und also ich glaube, das hat sich nichts verändert. Also wir unterstützen uns beide, wir sprechen 10-mal am Tag, aber das war immer schon so und beraten uns. Wir haben gleiche Produktionsstätten. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist so eine Freundin zu haben in dem Anfang, was machen wir hin? Und alle haben alle Leute auf die Kurzarbeit umgestellt. Dann haben alle das IBB beeintragt und so weiter. Und haben gesagt, nein, also wir müssen uns einfach nach vorne schauen. Also die Mitarbeiter sollen uns einfach da bleiben, nicht nach Hause schicken. Wenn es Möglichkeiten gibt, dass die Firma weitergeht, dass wir gesund bleiben. Gott sei Dank wirtschaftlich geht uns wahnsinnig gut als Unternehmen. Und da bin ich stolz darauf, dass wir das hingekriegt haben mit dem kleinen Team. Die Maskenproduktion ist eine Geschichte, das ist so nebenbei. Aber das, was mir wichtig war, nicht nur mit Designkollegen, aber mit den Kunden.
Kunden da draußen, Einzelhändler, Stores. Zwei haben gerade auch geschlossen oder schließen demnächst, weil die keinen Bock mehr haben. Ich glaube, der Kundenkontakt war für uns das Wichtigste. Produzenten und Kundenkontakt. Weiter an unseren Social-Media-Kanälen wach zu bleiben, die Leute zu unterhalten. Ich mache noch QVC nebenbei und das ist auch wahnsinnig erfolgreich, erfolgreicher Projekt. Ich fahre immer jetzt mit Auto und ich fliege da nicht hin. Mein zweiter Wohnsitz ist in Düsseldorf und es macht auch Spaß, weil ich den Kunden sehr nah bin. Das ist so eine ganz wahnsinnige Verbindung, dass ich habe zu Menschen, die ich nie kenne, aber mit dem QVC erschaffe ich mir neue Kundenstamm und ich glaube, Designer-Kollegen ist eine Geschichte, da gibt es die Marina Hörmanns-Eder heutzutage und das wird auch so bleiben, aber Baby zu schützen und Kunden gehören für mich wie Designer zum Weitermachen und sich zu verbinden. Also das war mir das Wichtigste am Ende des Tages. QVC ist ja ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja eben schon gesagt, ganz eng im Kundenkontakt. Wie sieht es denn überhaupt mit der Springlaune sozusagen im Moment aus? Haben die Leute großartig Lust einzukaufen? Wie schätzt du das auch mit Blick auf QVC ein? Also bei uns läuft also nicht nur David Tomaszewski, aber David funktioniert wahnsinnig gut. Und das, was ich gesagt habe, die Zeit davor, wo wir den Kunden gewonnen haben, der bei uns kauft seit 10 Jahren. Ich habe Kunden seit 10 Jahren, die wahnsinnig viel kaufen. Die schicken das auch nach Russland, überall europaweit oder nach USA. Und das hat sich nicht verändert. Die Kunden sind bei mir und wollen die Ware. Und QVC genauso. Also ich glaube, die Menschen, die zu Hause sitzen, kaufen noch lieber von einer Person, die die sehen und die unterhält. Also so, das ist so eine Unterhaltungssendung und ich finde das wahnsinnig spannend. Wunderbar. Ich glaube, wo wir jetzt so viel über Gemeinsamkeiten gesprochen haben, habe ich nur noch eine Frage. Wer außer mir trägt gerade noch eine Jogginghose? Oder bin ich der Einzige tatsächlich? Ja, du bist der Einzige. Ich bin im Atelier und erwarte nachher Kunden. Also, ich trage wahnsinnig gerne Jogginghose, aber seitdem diese ganzen Schattenaufgaben, ich mache mich jeden Tag schick und ich mache das für mich. Und meine Mädels sind auch alle schick angezogen jeden Tag, weil wir das für uns machen. Und ich glaube, das macht noch mehr Spaß gerade. Genau, sonst verlottert man irgendwann zu Hause und da haben wir, glaube ich, alle Angst vor, ja. Das stimmt. Nämlich das hier ist ein Gespräch auf jeden Fall für mich ganz gründlich mit, der Kampf gegen Verlottern und freue mich sehr, dass ihr euch heute mit mir unterhalten habt und bin ganz zuversichtlich und glücklich, weil sich das echt positiv angehört hat und ich glaube, so kann das weitergehen, hoffentlich. Vielen Dank.